Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil von Rechnerkommunikation und Protokolle. Nochmal kurz zur Wiederholung. Unterscheiden Sie zwischen einem Dienst, das heißt einem Service zwischen zwei Schichten, die übereinander liegen, und einem Protokoll, das die Kommunikation zweier gleichgestellter Schichten, zwei verschiedener Parteien oder Rechner, hier leistet. Wir lernen nun das Hypertext-Transfer-Protokoll kennen, also das Protokoll zwischen einem WWW-Server und einem WWW-Client. Der HTTP-Standard sieht dafür verschiedene Funktionseinheiten vor. Den WWW-Client, den WWW-Server und dazwischen einen Proxy-Server und ein Gateway. Nicht alle müssen immer beteiligt sein. Hier sehen Sie ein UML-Deployment-Diagramm nochmal. Das ist aus einer der ersten Units aus dem ersten Teil der Vorlesung. Das Deployment-Diagramm zeigt Ihnen, wo verschiedene Software- oder Hardware-Komponenten liegen, also deployed sind. Auf der Folie danach ist ein Sequenzdiagramm dargestellt, den Sie sehen, in welcher Reihenfolge Nachrichten zwischen diesen verschiedenen deployten Instanzen verschickt werden. Die Beschreibung der Funktion und des Zusammenspiels dieser verschiedenen Instanzen ist sehr gut in der Request for Comment 2616 erklärt. Der WWW-Client bzw. User Agent, da gibt es einen kleinen Unterschied, den ich aber jetzt hier nicht unbedingt thematisieren möchte, der initiiert Verbindungen zu WWW-Servern. In der Regel ist das ein Webbrowser. Der WWW-Server wartet auf Verbindungswünsche von WWW-Clients. Er antwortet auf die gestellten Anfragen. Wir haben ja letztes Mal einen einfachen Service selbst entwickelt. Der Proxy-Server ist das System zwischen WWW-Client und WWW-Server. Er arbeitet sowohl als WWW-Server, hat zum Beispiel aufgrund früherer Kommunikation Antworten im Cache, als auch als WWW-Client gegenüber dem sogenannten Origin-Server, dem eigentlichen WWW-Server. Ein Gateway ist vergleichbar mit einem Proxy-Server, mit dem Unterschied, dass der WWW-Client das Gateway gar nicht sieht, ist also transparent und keine Kenntnis über dessen Existenz hat. Zwischen diesen Funktionseinheiten wird das Hypertext-Transfer-Protokoll, HTTP oder HTTP, abgewickelt. Kurz zur Historie. Die erste Version wurde 1992 standardisiert, 1996 kam 1.0 und sehr lange Zeit hatten wir es mit HTTP 1.1 zu tun. HTTP 2 kam 2015. Es stellt einen Einschnitt hinsichtlich der Vorgängerprotokolle dar. Es ist deutlich verbessert hinsichtlich Performance. Es ist abwärtskompatibel zu 1.1. Es unterstützt das Zusammenfassen von mehreren HTTP-Anfragen via Multiplexing und so weiter. Die Entwicklung wurde von Google, dem Vorläufernamen Speedy und Microsoft forciert. Es handelt sich um ein Anforderungs-Antwort-Protokoll, das heißt, es wird eine TCP-IP-Verbindung zum WWW-Server eingerichtet, ein Request gesendet zum WWW-Server, der WWW-Server antwortet und danach wird die Verbindung geschlossen. Hier nochmal ein Blick zurück auf eine Folie aus einem vorherigen Teil, wo wir die Dienstabwicklung durch Anforderungs-Antwort-Protokolle kurz charakterisiert haben. Erinnern Sie sich daran insbesondere, dass es sich um eine synchrone Kommunikation handelt. Der Client blockiert, bis die Antwort eintrifft. Wir diskutieren nun im Folgenden den Aufbau des Protokolls. Wir fangen an mit dem Aufbau der HTTP Request Message. Sie sehen, es gibt einen Header.
Dann kommt eine Leerzeile und ein Body. In einer Art BNF-Notation habe ich skizziert, welche Teile optional sind und welche auf jeden Fall gebraucht werden. Hier sehen Sie, es kann 0 mal bis n mal auftauchen. Genauso hier und hier. Auch der Body ist nicht zwingend. Das heißt, in der einfachsten Form besteht eine Request Message nur aus der obersten Zeile, der dann eine Leerzeile folgt. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine solche Request-Zeile. Die Methode heißt get. Dann kommt die Request-URI. Das ist hier www.uni-weiner.de/index.html/. Und dann kommt die HTTP-Version. Hier HTTP 1.0. Neben der GET-Methode gibt es noch wenige andere Methoden. Hier ist eine Übersicht. Die GET-Methode dient zur Anfrage der in der Request-URI angegebenen Ressource. Client-Daten wie zum Beispiel HTML-Feldwerte werden als Bestandteil der URI, also der Ressource übergeben. Sie werden also der URI angehängt. Es gibt dann noch die Methode POST, die von der Funktionalität das gleiche wie GET macht, aber die Client-Daten anders unterbringt. Sie werden nicht an der URL angehängt, sondern im Message-Body untergebracht. Dazu gibt es noch die Methode HEAD, mit der man eine Art Metainformation abfragen kann. Es wird kein Der Server sendet kein Message Body zurück und kriegt Informationen über die Ressource. Man kann zum Beispiel den Cache validieren, ob er noch gültig ist oder nicht. Weitere Methoden sind PUT. Hier kann der Client mit den Daten des Message Body auf dem Server eine neue Ressource anlegen. Delete zum Löschen der in der Request URI angegebenen Ressource. Kann man noch verschiedene Dinge abfragen mit der Options Message, dann gibt es noch eine Traced und auch eine Connect Message, meistens zur Überprüfung von Dingen oder zum Debuggen. Die wichtigsten Methoden, denen wir es zu tun haben werden, sind Get und Post und manchmal Add. Hier sehen Sie eine Beispielanfrage mittels der GET-Methode. Ich habe hier die Google-Suchengine-Seite geöffnet und Turing-Test eingetippt. Und Sie sehen dann, dass hier oben an die URL die Information Turing und Test als Parameter drangehängt ist. Nach dem Fragezeichen folgt ein Variabelname oder Name des Parameters Cofi Query gleich Turing plus Test. Das Plus kodiert das Leerzeichen. Hinter dieser Protokollabwicklung steckt kein Magic. Sie können sich in die Rolle des Clients einfach dadurch begeben, dass Sie eine Shell öffnen und von Hand eine Verbindung aufmachen zu einem Webserver und dort das Protokoll nachspielen. Ich spiele das für Sie jetzt mal durch. Ich öffne eine Shell. Ich verbinde mich von dieser Shell aus mit einem Webserver, hier dem Webserver webtech.webis.de. Port 80. Dafür benutze ich das Telnet-Protokoll. Jetzt steht eine Verbindung zu dem Webserver und alles, was ich jetzt eintippe, das hört er sich an. Ich bediene das Protokoll mit der GET-Methode und ich fordere
die URI, die Ressource helloworld.html an HTTP 1.1. Ich muss auch noch den Host angeben. Und da haben wir auch die Antwort. Es wird das Protokoll angegeben, mit dem geantwortet wird. Dann eine Statusangabe 200, das heißt okay, der Server, Datum, der Content, von welcher Art er ist und so weiter. Und hier unten sehen wir auch die zurückgegebene Ressource. Das ist ein HTML-Dokument. Das Ganze sehen Sie auch nochmal hier auf den Folien. Sie können auch über einen ganz normalen Client, also einen Webbrowser, diese Ressource sich geben lassen. Die Antwort haben wir quasi eben schon gesehen. Hier nochmal im Bild. Wir haben auch bei der Antwort einen Header, dann eine Leerzeile und dann kommt ein Body. Und auch hier ist es so, dass die einzelnen Elemente nicht zwingend sein müssen. Das heißt, der General Header ist optional, der Response Header und der Entity Header sind auch optional. Auch der Body ist optional. Die einfachste Antwort ist eine Statuszeile, die einfach aus dem Protokollnamen besteht, dem Statuscode und die Erklärung des Statuscodes, auch Reason Phrase genannt. Der Statuscode besteht aus drei Ziffern und gibt an, ob eine Anfrage erfüllt worden ist oder ob und welcher Fehler aufgetreten ist. Es gibt da fünf Kategorien. 1 XX Informational, da wird Hintergrundinformation geliefert, das ist selten. 2 ist eine generell die Success-Kategorie. 3 Hinweis darauf, dass die Ressource woanders zu suchen ist. 4 ein Error, der berühmte 404, den kennen Sie ja. 5 sind Server-Errors. Hier ist nochmal eine etwas ausführlichere Übersicht. Es gibt da auch ein paar Running Gags, die teilweise auch ernst genommen worden sind auf dem Internet, teilweise sich sogar im Lehrbuch wiederfinden. Seite zu hässlich oder ich bin ein Teapot. Während der 418er tatsächlich noch einen halbwegs seriösen Hintergrund hat. This code was defined in 1989 as one of the traditional April Fool's Jokes vom IETF. Ist der .424-Error, Side to Ugly, absoluter Blödsinn, aber Sie sehen hier, dass er tatsächlich in bestimmten Dokumentationen auf dem Internet als echter Error noch geführt wird. Der Client hat ein Dokument angefordert, das der Server nicht ausliefern will. Das ist natürlich Nonsens. Ich gehe jetzt etwas detaillierter auf den Header-Aufbau ein, was beiden, dem Request-Message und dem Response-Message, gemein ist. Ist hier der Teil in der Mitte, General-Header, Request-Header, Entity-Header. Und der General Header, der dient dazu, Metainformationen zum Protokoll zu sagen. Der Request bzw. Response Header gibt Infos zum Client und zur Antwort des Servers, während der Entity Header etwas über den ausgelieferten und ausgetauschten Inhalt sagt. Also Metainformationen über den Message Body. Content Encoding, Content Language und Content Type, zum Beispiel von der HTML-Seite. Alle Header-Zeilen sind wie folgt aufgebaut. Sie bestehen aus einem Keyword, ein Doppelpunkt,
ein Value und Keyword ist dann Server oder Last Modified, Set Cookie und so weiter. Mit dieser Webseite hier, einem Status-Checker, können Sie gucken, was passiert, wenn Sie einen bestimmten Webserver Informationen anfordern. Sie sehen hier, wir bekommen direkt die Antwort, alles okay. Gib mal eine andere URL von unseren Uni-Seiten der Arbeitsgruppe an. Auch hier sehen Sie, ist alles okay, aber da sind vorher 4 Redirects. Hier ist nochmal eine Übersicht einer Response Message an einem Beispiel. Wir haben die Statuszeile. Ich sage, dass alles okay ist. Der General Header mit allgemeiner Information, Datum, Uhrzeit und so weiter. Information über das, was wir uns schicken lassen, wann es zuletzt verändert worden ist, wie lang es ist, welcher Content-Typ es ist. Sie sehen also, das sind alles Entity-Beschreibungen. Dann kommt die Leerzeile und im Body kommt dann die Ressource, die HTML-Seite selbst. Dieser Medientyp der hat es in sich, der kann viele verschiedene Angaben machen und Formen annehmen. Ich habe das hier mal grob für Sie dargestellt. Es gibt auch den Begriffen Content Type, Mime Type oder Media Type. Man unterscheidet den Obertyp oder den Typ, Text, Bild, Ton oder eine Anwendung und einen Untertyp, ein Text kann plain oder enriched sein und so weiter. Ein Bild kann verschiedene Formate besitzen. Eine Übersicht aller möglichen Medientypen findet sich bei der IANA. Können zum Beispiel zu einem bestimmten Text-Medium-Typ gehen, Text. Da gibt es dann zum Beispiel Markdown. Und wir landen bei einer Request for Comment, die Markdown erklärt. Auch die entsprechende Wikipedia-Seite hat noch nützliche Informationen. Zum Schluss noch die Abkürzung MIME, die Sie vielleicht öfter gelesen haben jetzt, steht für Multipurpose Internet Mail Extension. Wir kommen jetzt zum Programmierteil von der ganzen Protokollgeschichte. Wir haben das letzte Mal die Serverseite programmiert. Das heißt, wir haben einen kleinen Webservice geschrieben. Diesmal widmen wir uns der Client-Seite. Hier sehen Sie nochmal die Serversache. Sie erinnern sich, das Programm war so einfach, es passte ganz hier rein. Auch jetzt ist unser Programm recht einfach. So. Auf der Client-Seite passt es fast hier rein. Zur Sortierung. Jetzt entwickeln wir eigentlich das, was ein Browser für uns erledigt. Zur Implementierung in Java.
benutzen wir das java.net-Paket, was die entsprechenden Klassen bereitstellt. Und die Klassen, die für uns wichtig sind, die sieht man auf dieser Abbildung hier. Das ist eine URL, die auf eine URL-Connection verweist. Zu einer URL gehört eine URL-Connection. Und die sich spezialisiert in eine HTTP-URL-Connection und eine JAR-URL-Connection. Bevor ich Ihnen jetzt gleich den Java-Code vorstelle, hier noch das zugehörige UML-Sequenzdiagramm. Sie sehen hier, ich klappe das mal vollständig aus, die beteiligten Klassen. Das ist die Klasse SiteLoader, um von einer Website etwas zu laden. Wir instanzieren die Klasse HTTP URL Connection, InputStream und BufferedReader. Und es geht darum, geht das jetzt nochmal zurück, dass Sie es noch im Ablauf sehen. Wir öffnen von unserer Klasse aus eine Connection zu einer URL, die wir angegeben haben. Auf dieser Connection definieren wir einen Input-Stream und auf dem Input-Stream einen Buffered-Reader. Und hier lesen wir so lange Zeilen, bis die Verbindung geschlossen wird. Auch sehen Sie hier das Konzept der Swimlanes wieder. Die zeigen an, wo die Aktivität ist. Der graue Balken ist jeweils die Aktivität und Sie sehen, dass die Aktivität von dem SiteLoader an die URL und so weiter an den Inputstream geht und jeweils unterbrochen wird beim Aufrufer. Das heißt, wir haben einen sogenannten Blocking Wait. Das hatte ich vorher schon mal gesagt. Die Klasse hängt und wartet auf eine jeweilige Antwort. Die gerade grafisch dargestellte Funktionalität ist in der Methode load operationalisiert. Diese Methode load erzeugt ein URL-Objekt und dieses URL-Objekt hat genau diesen URL-String als Parameter und hier geben wir unsere HTTP-URL-Adresse an. Wir richten eine Connection darauf ein, indem wir das HTTP-URL-Connection-Objekt instanzieren. Sie sehen hier vorne zuerst einen sogenannten Cast, der das allgemeine URL-Objekt zu einem HTTP-URL-Connection-Objekt macht. Wir geben eine Message aus, wenn alles okay geht. Wir richten einen Input-Stream in ein, hier auf einem Buffered-Reader. Und wir lesen so lange jetzt von diesem Buffered-Reader, wie wir was lesen können. Und schließen dann die Verbindung. Diesen Response-Code hier 200 bekommen wir natürlich nur, wenn die Seite, zu der wir die Verbindung aufbauen, da ist. Und das Lesen des Inhaltes, das wir so lange machen, wie wir Inhalt finden, geschieht mit Hilfe eines String-Builder-Objektes. Unseren Content, an den hängen wir so lange Strings an, wie ich eben schon sagte, wie wir Strings lesen können. Diesen String
geben wir dann zurück. Die Methode load ist in unserer Klasse SideLoader definiert. Hier ist sie. Und unsere Hauptmethode main rufen wir jetzt load auf mit dem Parameter, der uns interessiert, nämlich eine URL. In diesem Fall ist es heise. Und da kann was schief gehen. Wir können das vielleicht nicht machen. Das ist die erste Exception hier. Eine spezielle, dass wir keine passende URL haben. Oder eine generelle IO-Exception hier unten. Aber eigentlich sollte alles klar gehen und wir den Content zugewiesen bekommen und den geben wir dann einfach noch hier aus. Ruft man diese Klasse auf, dann passiert genau diese OK-Status-Ausgabe hier und dann kommt schon der komplette Content. Und das ist die Webseite, die wir uns hier geben lassen. Im Prinzip macht ein Browser nichts anderes.